Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute gibt es einige Eindrücke von der BIFO-Messe in Hornems, ein Interview mit dem Projektleiter des Stadttunnels Feldkirch, Arno Schwärzler, sowie die News, Sport und das Wetter. Am Mittwoch hat die BIFO-Messe in Hornems gestartet. Ein toller Schauplatz für die Jugendlichen, um sich über Lehrberufe zu informieren. Und auch wir haben uns umgesehen. Den richtigen Lehrberuf zu finden ist nicht immer einfach. Die Auswahl in Vorarlberg ist groß. Die BIFO-Messe setzt genau hier an. Seit gestern Mittwoch können sich die Jugendlichen in Hornems über die unterschiedlichsten Lehrberufe informieren. Die Messe findet alle 2 Jahre statt und hat sich zum Ziel gesetzt, die Lehre an sich als interessanten Weg zu präsentieren und zum anderen die Lehrberufe praxisnah und unter einem Dach vorzustellen. Eine Sparte war hier zum Beispiel die Textilindustrie. Die Lehrlinge und Ausbilder der VTEX zeigten, was alles im Bereich Textil möglich ist. Nachdem wir das alles gemacht haben, muss es eigentlich nur auf der vorgesehenen Temperatur stehen und dann wird es nachbehandelt, also die Farbe wird fixiert. Und da sieht man, dass man im Endeffekt eigentlich mit der 3 Grundfarben in der richtigen Konzentration eigentlich jede Farbe erreichen kann, die man will. Weiters nützte auch die Lebensmittelindustrie die Plattform der BIFO-Messe, um sich den Jugendlichen perfekt zu präsentieren. Wir sehen eigentlich die BIFO-Messe als eine recht gute Möglichkeit, zum Schüler animieren, eigentlich die Lehrberufe oben anzuschauen. Und wir laden auch gerne Schüler zu uns für Führungen ein, also dass man auch im Betrieb mal sieht. Dann sehen sie mal die Anlagen laufen, wie man das Ganze ein bisschen mehr Einblick hat. Die Elektro- und Metallindustrie hat eine große Vielfalt an unterschiedlichen Lehrberufen. Die VEM informierte die Jugendlichen an ihrem Stand über zukünftige Möglichkeiten. Also die Fachkräfte sind für die VEM das Um und Auf. Ohne Fachkräfte geht's nicht. Die Ausbildung und die Lehre in Vorarlberg hat mittlerweile glücklicherweise einen sehr hohen Stellenwert, was aber nicht heißt, dass wir uns darauf ausruhen dürfen, sondern kontinuierlich verbessern und weiterarbeiten müssen. Die Betriebe stecken hier sehr, sehr viele Ressourcen hinein, einerseits was Geld, andererseits was Zeit, andererseits was Know-how, aber auch Herzblut betrifft. Und es ist sehr schön anzusehen, wie die Lehre in den Unternehmen vom Stellenwert her angesiedelt ist. Die BIFO-Messe 2013 bietet also für die Fachkräfte von morgen eine Vielzahl an Informationen und Beratung. Noch bis Samstag, den 23. November, stehen die Türen geöffnet. Einen ausführlichen Bericht zur BIFO-Messe gibt es dann ab Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages. 15 neue HIV-Infektionen. Die Anzahl der HIV-Neuinfektionen in Vorarlberg stieg bis September auf 15 an. Das ist der dritthöchste Wert der letzten 15 Jahre. Insgesamt werden derzeit 139 Menschen mit HIV-Infektion in Vorarlberg betreut. Wir arbeiten in der psychosozialen Betreuung und das heißt, dass wir die Menschen in ihrem Alltag begleiten. Das geht von Wohnungs- und Arbeitssuche bis zu Pensionsanträgen, bis zu Freizeitgestaltung etc. Und am Mittwochabend ereignete sich auf der Lustenauer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach 21 Uhr fuhr eine 18-jährige Lustenauerin gemeinsam mit einer 19-jährigen Beifahrerin auf der Schnellstraße von Lustenau in Richtung Dornbirn. Laut Zeugenaussagen wollte sich die Frau nach einem Überholmanöver wieder auf den rechten Fahrstreifen einordnen, als sie vermutlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto touchierte erst die Mittelleitschiene, kam anschließend rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Lenkerin wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr geborgen und mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. Laut ersten Informationen erlitt sie einen Oberschenkelbruch. Die 19-jährige Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Der Stadttunnel Feldkirch hat bereits für viele Diskussionen und Protesten geführt. Nun meldet sich der Projektleiter Arno Schwärzler zu Wort. Im Interview mit Voll.at verteidigte er den geplanten Lüftungsschacht.
Der Tunnel wird eigentlich gebaut, weil Feldkirch so schlechte Luft hat. Feldkirch, es war ja vor kurzem ein Bericht in der Zeitung, dass Feldkirch im Moment an dritter Stelle mit schlechter Luft in Österreich ist. Und genau darum wird der Tunnel gemacht, dass wir die Luftqualität in großen Teilen von Feldkirch wesentlich verbessern können. In Zukunft, wenn der Tunnel da ist, kommen wir auf jeden Fall unter die EU-Grenzwerte und wahrscheinlich auch unter die österreichischen Grenzwerte. Das heißt, dann ist Feldkirch nicht mehr Sanierungsgebiet IG Luft. Dann. Die Bürger haben auch Sorgen, dass eben der Entlüftungsschacht an der Letze dort nun für eine Umweltbelastung sorgen wird. Sie halten dagegen, das wird nicht passieren. Warum nicht? Ich glaube, es sind da völlig falsche Vorstellungen von der Luft im Tunnel. Die Fahrzeuge haben sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wesentlich verbessert. Früher hat es noch Fahrzeuge gegeben mit schwarzen Rauchwolken, das ist ja alles verschwunden. Das heißt, der Tunnellüftung ist heutzutage hauptsächlich noch notwendig, dass es keine Nebelbildung im Tunnel gibt und nicht wegen der Luft. Man muss sich ja im Tunnel aufhalten können. Das heißt, man könnte auch durchspazieren, das ist nicht attraktiv, das ist mir klar, aber theoretisch könnte man im Tunnel spazieren gehen. Das heißt, es wären dort sehr große Luftmengen mit sehr geringen Schadstoffen ausgeblasen. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen bei den Portalen heraus oder sie werden gesammelt und über das Lüftungsbauwerk mit hoher Geschwindigkeit ausgeblasen. Lüftungsbauwerk ist natürlich viel besser, weil wir dort in hohe Luftschichten kommen. Bei den Portalen sind wir genau im Bereich, wo alle Leute leben und Schulen, Kinder, Fußgänger, Wohngebiete. Und darum wird es über den Lüftungsschacht ausgeblasen. Es gibt jetzt genaue Berechnungen, die zeigen, es ist praktisch keine Änderungen in Bodennähe im Bereich vom Lüftungsschacht durch die Ausblasung der Luft aus dem Tunnel. Soweit zum Projektleiter vom Stadttunnel Arno Schwärzler und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten aus der Welt des Sports. EC Dornbirn vor Neuverpflichtung. Freude bei den Dornbirner Eishockey-Cracks. Mit dem Kanadier Jamie Arniel hat die Suche nach einem neuen Spieler sein Ende genommen. Wann er aber zum ersten Mal für den DEC auflaufen wird, hängt noch von einem Fitnesstest und verschiedenen Behördengängen ab. Und Baustart der Wälderhalle könnte näher rücken. Bei einer Pressekonferenz des EHC Bregenzer Waldes war auch der Bau der neuen Wälderhalle ein Thema. Der Vorstand zeigte sich optimistisch. Das Projekt stehe kurz vor der Umsetzung. Baubeginn könnte bereits im Frühjahr 2014 sein. Das war's vom Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen haben wir jetzt für Sie. Vogevosi zieht Bilanz. 13.400 leistbare Wohnungen, aber der Vorschriftendschungel macht das Bauen teuer. Eine neue Wohnbauförderung wird begrüßt. Wenn Häftlinge zu Künstlern werden, Insassen der Justizanstalt Feldkirch stellen erstmals öffentlich ihre Bilder aus. Und erwartungsgemäß hat der österreichische Gewerkschaftsbund die Pläne für Kampfmaßnahmen der GÖD im Zusammenhang mit dem Lehrerdienstrecht genehmigt. In Vorarlberg scheiden sich bezüglich Streik noch die Geister. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Diertag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der neuen Saisonkarte Vorarlbergs. Mit dem Dreiteiler Ländle Pass stehen Ihnen 41 Skigebiete vom Bodensee bis zum Pitzbuin zur Auswahl. Skivergnügen pur. Der Dreiteiler Ländle Pass, die neue Saisonkarte Vorarlbergs. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 4 und 4 Grad. Der Wind weht mit 5 km/h aus Süd-Südost. Der nächtliche Schneefall klingt am Freitagmorgen ab, danach bleibt es meist trocken. Der Tag startet oft noch neblig, in einigen Tälern dürfte sich tagsüber einige Zeit hochnebelartige Bewölkung halten. Darüber zeigt sich besonders am Arlberg und im Montafon zeitweise die Sonne. Tiefstwerte am Freitag minus 2 bis 3 Grad, Höchstwerte 4 bis 7 Grad. Am Samstag ist es dicht bewölkt und es schneit bis auf 300 bis 700 Meter herab.
Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen 1 und 4 Grad. Am Sonntag schneit es noch leicht bis auf 400 Meter herunter. Die Schneeflocken sollten im Tagesverlauf allerdings nachlassen. Einige Regenschauer sind jedoch nicht ausgeschlossen. Im Gebirge kommt es am Nachmittag zu Auflockerungen. Und am Montag schneit es leicht bei Temperaturen von minus 3 bis 0 Grad.